Und herzlich willkommen. Es ist endlich soweit. Die BAFT Show 400 findet endlich statt. Etwas verspätet. Aber das hat einen Grund und der steht hier vorne. Dazu werden wir später mehr erzählen. Ihr könnt natürlich dieses ganze Zeug gewinnen. Wir freuen uns, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt und haben auch wieder dieses Mal eine schöne Show für euch. Jetzt geht's aber erstmal los mit den News. Im Rahmen der San Diego Comic-Con haben die Verantwortlichen von Legendary Pictures das Logo zum kommenden Warcraft-Film veröffentlicht. Ein bisschen ungewohnt und nüchtern wirkt es schon. Schließlich sind die Warcraft-Fans seit fast 20 Jahren ein etwas verspielteres Logo gewohnt. Zum Film werden auf der Messe auch einige Waffen gezeigt, die wahrscheinlich bei den Dreharbeiten Verwendung fanden. Auf der SDCC lassen sich Schwert und Schild des Sturmwinder Königreichs und ein Hammer der Orks bewundern. Warcraft, so der bislang schnörkellose Titel des Films, soll im März 2016 in die Kinos kommen. Endlich tut sich wieder etwas im Metagame von Blizzards Sammelkartenspiel Hearthstone Heroes of Warcraft. Denn in dieser Woche wurde die Abenteuererweiterung Fluch von Naxxramas veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine kleine PvE-Kampagne, in der ihr gegen die Bosse aus der bekannten Raid-Instanz aus World of Warcraft antretet. Der erste Flügel ist in diesem Monat kostenlos aktivierbar. Wöchentlich erscheint ein weiterer Flügel, dessen Freischaltung dann 700 Gold oder knapp 6 Euro kostet. Mit einem Sieg über die Bosse schaltet ihr neue Karten frei, die in euren selbst zusammengestellten Decks Verwendung finden können. Fans der Abenteuer im Fantasy-Universum von BioWare's Dragon Age müssen sich ein bisschen länger gedulden, bis sie den dritten Teil der Serie spielen können. Denn nun erscheint das Rollenspiel nicht mehr Anfang Oktober, sondern erst am 20. November 2014. Executive Producer Mark Dara hat dafür auch eine ganz einfache Erklärung. Die Entwickler wollen die zusätzliche Zeit dafür verwenden, Dragon Age Inquisition noch ein bisschen mehr auf Hochglanz zu polieren. Schaden kann es nie, ein bisschen mehr Zeit in den Feinstift zu stecken. Noch voll aktiv ist die Beta zu World of Warcraft Warlords of Draenor. Da gibt es natürlich auch sehr viele Instanzen und... Eine davon zeigen wir euch jetzt, eine neue, nämlich die Himmelsnadel. Herzlich willkommen in der Himmelsnadel, einem der neuen Dungeons in WoW Warlords of Draenor, und wir haben uns diese Instanz in der Beta angeschaut. Ja, eine schon eher hochstufige, die kommt so zum Ende der Levelphase gegen 100, keine Maximallevel-Instanz, aber kommt eher so zum Schluss. Auch das Gebiet natürlich entsprechend kommt erst ein bisschen später, denn hier geht's, der eine oder andere hat es vielleicht schon erkannt, um die Arakoa. Ja. Die sehen etwas anders aus, als man sie aus Burning Crusade noch gewohnt ist. Das liegt aber daran, dass sie da ja schon viel von ihrem ehemaligen Glanz verloren haben. Wie bei den Ogern. Ein Schatten ihrer selbst waren. Und in Draenor, in dieser alternativen Version der Vergangenheit, sieht man sie halt zu ihrer Hochzeit. Ja, ich finde sie auch relativ schick. Also sie sehen tatsächlich aus wie laufende Vogelwesen, nicht nur einfach so humpelnde Gestalten, Vogelscheuchen oder so, sondern tatsächlich sehr schön. Und hier seht ihr schon mal ein paar Trash-Gegner, mit denen wir uns beschäftigt haben, die jede Menge Fähigkeiten haben, die auch schon mal auf den ersten Boss vorbereiten. Ja, der Disorientieren-Effekt oder was man da hin und wieder auch sieht, dieser Pfeilhagel, der durchs Bild flitzt und in seinem Laufweg ist es ja schon gar nicht, in seinem Sauseweg Schaden verursacht. Das sind auch tatsächlich so Geschichten, die dann auf den Boss vorbereiten. Ja. Da war es jetzt gerade wieder. Das ist ohnehin in der Instanz ganz schön, finde ich auch. Die späteren Trashpacks haben alle wieder sehr viel Bezug auch zu den Bossen, die dann danach kommen. Ja, ihr seht auch schon, in der Instanz gibt es insgesamt 4 Bosse. Das ist, ich glaube, bei allen, in denen wir bisher lang gewesen sind, so, dass man 4 Bosse erledigt. Die stehen auch relativ dicht aufeinander. Es gibt relativ wenig Trash. Ja, gerade hier in der Himmelsnadel ist tatsächlich mit Trash-Gegnern nicht so besonders viel. Und das hier ist halt auch schon der erste Boss. Ranjit heißt der Gute. Ja. Und der Kampf ist, glaube ich, wenn man das jetzt sieht, relativ selbsterklärend. Und für WoW erstaunlich ereignisreich. Ja, würde ich auch so sagen. Das hat mich fast eher so ein bisschen an so einen Wildstar-Bosskampf erinnert. Der beschwört hier regelmäßig so Chakren. Das sieht jetzt da noch relativ harmlos aus. Da kann man ja ganz einfach ausweichen. Ich nenne das Sägeblätter. Es wird aber jetzt nämlich noch etwas chaotischer. Ja! Da heißt es natürlich nicht drin stehen bleiben. Kann es einem dann auch gerade als Nahkämpfer durchaus mal passieren, dass man ein bisschen vom Kampf abgeschnitten ist. Das Zeug verschwindet dann aber natürlich auch wieder.
Man hat auch so die erste, ich weiß nicht, wie lang es ist, aber so gefühlt die erste Sekunde kann man auch ruhig drinstehen, wenn es auftaucht. Man kippt nicht sofort um. So eine kleine Kulanzzeit ist da mit drin. Aber man sieht, es gibt relativ viel zu tun. Mhm. Und der hat eben auch diese Fähigkeit, dass er hin und wieder mal zufällig ausgewählte Spielercharaktere, da sieht man jetzt übrigens... Wie man runterfällt. Man kann da runterfallen. Ich wollte das mal testen aus wissenschaftlichen Zwecken. Ja, hast du sehr gut gemacht. Ich habe dann auch den Kill verpasst. Ich habe es mir von unten angeschaut. Hin und wieder stirbt da jedenfalls auch zufällige Spielercharaktere an. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber der Hauptgag ist schon, diesen Chakren auszuweichen. Ja, und hier sind wir schon sogar schon beim zweiten Boss. Der steht quasi 3 Meter entfernt von Ranjit. Das ist Arakraf. Ein großer Golem, wie ihr seht. Und der beschäftigt natürlich zum einen die Tanks, aber auch die Schadensausteiler. Ihr seht da gerade hinten diesen komischen Sonnenstrahl. Und wenn der auf das Konstrukt trifft, dann wird er gestärkt und macht mehr Schaden mit seiner Eruptionsfähigkeit. Und das wollt ihr gerne verhindern. Deswegen müsst ihr euch da reinstellen. Allerdings müsst ihr auch darauf achten, wenn ihr euch in diesen Strahl reinstellt, nimmt er Schaden. Ja, genau, da werden hin und wieder, das ist zufällig, diese Konstrukte da an den Seiten aktiviert, die dann eben den Strahl auf den Boss leiten. Man muss sich dann entsprechend dazwischen stellen. Das sieht man, glaube ich, jetzt gleich nochmal etwas besser, wo ich ihn abfange. Man kann diese Umleitkonstrukte da angreifen. Wir haben das beim ersten Versuch auch gemacht. Allerdings kann man die nicht wirklich umbringen. Dafür haben sie zu viele Lebenspunkte und regenerieren dann auch. Also zumindest hier im normalen Modus geht es tatsächlich nur darum, diese Strahlen abzufangen und nicht auf den Boss kommen zu lassen. Ich weiß nicht, ob die anderen Konstrukte dann vielleicht in dem heroischen Modus noch ein bisschen mehr eine Rolle spielen, dass man die da tatsächlich töten will oder dann vielleicht auch kann. Müssen wir mal schauen. Aber hier geht es tatsächlich hauptsächlich darum, dass der Boss diesen Effekt nicht abbekommt. Und man will sich auch nicht zu lange Zeit lassen, weil diese Eruption da jetzt gerade zu sehen... wird dann irgendwann doch ein bisschen anstrengend. Ja, sie haut einen relativ stark aus den Socken, auch wenn im Tooltip da drin steht. Ja, in seiner Nähe würde das relativ viel Schaden verursachen, haben wir auch halt am anderen Ende des Raumes relativ viel Schaden. Ja, seine in der Nähe ist zumindest aktuell in der Beta noch sehr großzügig ausgelegt. Ja. Vielleicht ist es ein Bug, aber... Vielleicht ist es auch ein Feature. War auf alle Fälle machbar. Hier sind wir jetzt bei den Trashpacks danach. Ein sehr chaotisches Trashpack. Da sind nämlich Vögel dabei, die wild irgendwelche Gruppenmitglieder anvisieren und man... So wie alle. Einfach sich mit Aeda durch. Auch das so eine kleine Einstimmung auf den nächsten Boss, der jetzt auch da gleich wartet. Also es ist tatsächlich zwischen fast allen Bossen hier in der Himmelsnadel liegen nicht viel mehr als 3 bis 4 Trashpack-Puls. Dann war es das eigentlich schon. Ja. Da sind wir jetzt beim nächsten Boss, Rukran. Jetzt nicht davon ablenken lassen von dem Vogel, auf den ich hier noch gehe, der war noch vom Trash übrig. Wir sind möglicherweise gewiped, man weiß es nicht genau. Der gehört eigentlich nicht zum Bosskampf. Dafür gehören da andere Vögel hinzu. Da hatten wir jetzt gerade links so eine Kugel rüberfliegen sehen. Und da seht ihr so einen kleinen Phönix, den orangenen Vogel. Der konzentriert sich zufällig gewählt auf einen Spieler und in die Richtung fliegt er. Und die anderen Spieler tun sich selbst einen Gefallen, wenn sie dem Vogel Schaden zufügen, damit er den anvisierten Spieler nicht erreicht. Und dann auch Abstand von den Vögeln zu nehmen, weil wenn sie dann sterben, explodieren sie. Ja, sie explodieren, wenn sie das Ziel erreichen oder sterben. Ja. Insofern ein bisschen kiten und vor allem ein Fernkämpfer natürlich kümmern sich so ums Ausschalten. Jetzt sieht man auch gleich den Explosionsschaden, der ist jetzt nicht megamäßig, aber zu oft will man den dann auch nicht abbekommen. Und übrigens nicht wundern, wenn hier Charaktere zwischendurch mal verlangsamt sind auf einmal. Das liegt nicht am Kampf, das liegt am Aspekt. Jäger, der sein Aspektmanagement ein bisschen, naja, gut. Ja, ein bisschen geträumt. Ansonsten, der Boss selber ist nicht so spektakulär. Der Tank muss ein bisschen aufpassen. Es gibt eine Fähigkeit, die relativ viel Schaden macht, wenn man die Defensiv-Cooldowns nicht benutzt. Da muss man ein bisschen Timing parat haben. Und der Tank kann auch nicht bei den Ads aushelfen, denn sobald sich niemand in Nahkampfreichweite zum Boss befindet, macht er einen tatsächlich relativ fiesen AE. Aber Tank bei den kleinen Ads würde eh nicht viel bringen, weil die sind ja ohnehin fixiert auf ihr Ziel. Also da braucht man den Tank auch nicht zwingend. Das hier ist ganz putzig. Auf dem Weg zu dem nächsten Boss, beziehungsweise zum letzten Boss, muss man hier auf dieser Plattform rumlaufen. Da ist dieser Wind, Gegenwind, wie man sieht. Man kommt nicht so wirklich schnell voran und dann muss man hier erstmal rausfinden, in welche Richtung man da am besten läuft und den Vögeln ausweichen, denn die machen nämlich Schaden und das bereitet ihr euch wiederum auf den Kampf gegen den Endboss vor. Ja, den weisen Irix. Ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen aussprechen soll. Irix. Da gibt es jetzt auch leider keinen Kill zu sehen, weil nach dem Versuch hat sich die Gruppe aufgelöst, wie das auf dem Beta-Server leider derzeit ein bisschen Sitte ist. Aber wir haben, glaube ich, genug Material, dass man einen Eindruck vom Boss bekommt.
Da geht es vor allem um die Ads, nämlich. Ja. Um die hier einmal, das Fliegeviech, was man da sieht. Der Zelot. Ist nämlich einer von zwei Ad-Typen, die auftauchen können, wollte ich sagen, aber sie tun es auch regelmäßig. Ja. Die hier greifen sich ein, Gruppenmitglied, und wollen es da über die Plattform tragen. Entsprechend will man die verlangsamen oder betäuben und so schnell wie möglich umbringen. Und dann gibt es hier noch diese Wächterkonstrukte, die, ich weiß nicht, ob das wirklich richtig funktioniert hat, aber sie sollen dem Boss quasi ein Schutzschild geben, sodass man auf ihm kaum noch oder gar keinen Schaden mehr macht und dann erstmal diese Konstrukte wegprügeln muss, bevor man wieder auf den Boss gehen kann. Naja, man hat da gerade so einen kleinen Effekt gesehen und ich glaube, das könnte der gewesen sein. Auf jeden Fall wollt ihr dafür sorgen, dass ihr nicht runtergetragen werdet, weil dann werdet ihr fallen gelassen von den Zeloten und sterbt. Das Ganze erinnert ein bisschen an den Kampf gegen den Lichtkönig. Ja, und mittendrin natürlich noch die Herausforderung hier. Man sieht ja auch deutlich die Feuerflächen. Hm. Ist natürlich vor allem eine Geschichte, wo die Positionierung des Bosses wichtig ist, weil man will ihn naheliegenderweise eher so in der Mitte der Plattform halten und nicht ganz außen, damit man genug Zeit hat, die Wegtragevögel noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Komplett an einer Stelle halten funktioniert aber auch nicht, weil dann eben die Feuerflächen dazwischen stehen. Ja, da sieht man schon, da ist relativ wenig Platz übrig. Aber da man die Vögel stunnen kann oder betäuben kann, also man kann auch etwas näher an den Rand, wenn die Gruppe denn eingespielt und auf Zack genug ist, dann geht das vermutlich auch. Aber das ist eben so die Mechanik von diesem Kampf. War, glaube ich, gut zu erkennen. Ja, und das war unser erster Eindruck von der Himmelsnadel in den Spitzen von Arrak.